Derbyzeit in der Emsland Arena. Die HSG Nordhorn-Lingen empfängt den Lokalrivalen TV Emstetten in Weiß. Und die Gäste scheinen sich beim Stadtnachbarn richtig wohl zu fühlen. Nach nicht mal 3 Minuten gehen die Dettener 3-0 in Front. Die Antwort der Hausherrin lässt nicht lange auf sich warten. Jürgen Rober mit dem Ausgleich 3:3. Die Partie immer hart umkämpft. Die Nordhorner gehen wie hier immer wieder in Front. Emstetten gleicht aber genauso oft aus. Malte Schröder trifft hier zum 11:11 für die Gäste. Zur Pause steht es dann auch folgerichtig unentschieden. Gretason macht per 7 Meter das 13:13. Und auch in der zweiten Hälfte ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die beiden Teams schenken sich nichts. Bis zum Befreiungsschlag der Hausherren. Die Gäste jetzt nachlässig. Rober nutzt das eiskalt aus. 4 Tore Führung für die Hausherren. Mit purem Willen verkürzt Schröder auf 20:22. Alles war offen. 3 Minuten vor Schluss erzielt Niki Verjans das 24:21. Das Zwei-Städte-Team versäumt es aber, den Sack zuzumachen. Gretasons 7 Meter macht den Gästen nochmal Hoffnung. 1 Tor Rückstand und noch 1,5 Minuten. Heini auf dem Weg zur Entscheidung. Vergeben. Hektik pur. Krings mit der Chance zum Ausgleich. Burmeister hält. Nordhorn rettet den Sieg über die Ziellinie. Torwart Burmeister wird zum Derby-Helden.